Hallo und willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Und ihr seht es, es ist der Duellist mal wieder am Start. Jawohl, der Molten Striker. Und ihr hört es, der Matze ist mal ausnahmsweise nicht dabei. Es ist mal ein Singleplayer Let's Play zu Path of Exile. Was völlig Neues. Mal schauen, ob ich es kann. Ich werde es vermissen, wahrscheinlich hier so einen Bekloppten bei mir zu haben. Aber der Matze hat auch noch andere Dinge zu tun, als Let's Plays mit mir zu zocken. Und da wir schon den Lightning Tendrils Templar zusammen quasi machen und natürlich die Bloodlines League, ist das jetzt einfach mal fällig, dass ich alleine unterwegs bin. Ich bin mittlerweile in Merciless angekommen mit diesem Duellisten. Und ja, ich glaube, ich habe mich beim Build ein klein wenig vertan. Also es ist, der Build an sich ist nicht verkehrt. Der Link ist nach wie vor der aktuelle, den ihr unten in der Videobeschreibung findet. Da habe ich nichts verändert. Aber jetzt nach dem Reset habe ich den, glaube ich, sehr, sehr offensiv gerade gestaltet. Und bin jetzt gerade gegen Ende von Cruel nochmal hier ein bisschen Richtung Evasion und ein bisschen Richtung Leben gegangen. Habe aber meine Resistances auch vernachlässigt jetzt beim Neuvergeben der Punkte. Die werde ich mir jetzt also mit den nächsten drei Punkten hoffentlich noch holen können. Und so lange habe ich echt ganz, ganz, ganz bescheidene Resistance-Werte. Sind wir hier bei 27, 36, 9. Das ist viel zu wenig. Zum Glück brauche ich hier gerade in Akt 1 relativ wenig Lightning Resistance. Da sollte mir nichts begegnen, wenn alles gut läuft. Cold und Fire, das ist da schon eine andere Geschichte. Mal gucken, mal gucken. Die Ausrüstung ist auch noch suboptimal. Hier haben wir beispielsweise noch eine Armor, ein Armor-Oberkörperteil. Das sollte ich jetzt demnächst mal austauschen. In der Kiste habe ich schon eins. Allerdings mit Level 59 werde ich das erst tragen können. Das hat 600 Evasion und paar 70 Leben und ich glaube auch ein oder zwei Resistances drauf. Hier oben der Helm ist nicht so schlecht. Kann ich, denke ich, erstmal lassen. Die Waffen sind okay. Die Schuhe sind essentiell momentan wegen der Mana-Regeneration und 48% Fire Resistance sind auch nicht so schlecht. Ein bisschen Leben könnten sie vertragen. Die Handschuhe haben, ja, Attack Speed, Life Gained on Kill, das ist aber relativ wenig. Lightning Damage, Cold Damage, Maximum Leben, ja. Die würde ich schon ganz gerne austauschen wollen. Der Gürtel, den habe ich von Anfang an und ich sag mal so, arg schlecht ist er nicht. Physical Damage Stärke hinzu, 10% Increased Life, ist eine coole Kiste. Cold Resistance, es könnte ein bisschen mehr sein. Aber an sich ist der Gürtel, finde ich, noch immer okay. Das Amulett ist ein absolutes Leecher-Amulett. Das haben wir mit 4% Physical Attack Leech as Life. Das ist extrem viel. Life Gained haben wir zusätzlich. Das ist nicht arg viel, aber es geht. Und dann nochmal Gained on Kill. Die Intelligenz ist derzeit nötig, weil ich sonst hier oben meinen Area-Effekt nicht nutzen kann. Den habe ich ein bisschen hochgelevelt, aber zur Not muss ich den einmal runterstufen. Und ansonsten haben wir Physical Damage und halt auch noch eine Mana-Regeneration. Das ist, naja, derzeit halt nötig. Ich finde, das Amulett ist nicht so verkehrt. Leben wäre schön noch drauf zu haben, aber dafür mal Leech, das ist momentan auch sehr viel wert. Ja, hier haben wir extrem Elemental Damage drauf mit 28%. Ist trotzdem ein Kandidat, um ausgetauscht zu werden. Da hätte ich gerne Resistances. Und hier der ist auch so, naja, hat jetzt halt Resistances drauf, hat nochmal dazu ein Leech. Aber gefällt mir auch noch nicht so sehr. Ich habe nur leider momentan echt beim Schmuck, lustigerweise. Na gut, die guten Sachen sind halt in Verwendung in der Standard League. Ich könnte höchstens mal plündern gehen bei den anderen Charakteren. Dann müsste ich allerdings meinem Opi den Schmuck ausziehen. Das ist dann auch nicht so ganz praktisch. Aber man sieht schon hier, das bisschen Burning Damage, das zieht ganz schön rein. Also, was die Offensive betrifft allerdings, ne, kann man nach wie vor zufrieden sein mit diesem Charakter. Attack Speed ist ziemlich krass, aber er hält momentan nichts aus. Also ich werde vermutlich das ein oder andere Mal mit Recht liegen jetzt hier in dieser Folge. Da ist fast von auszugehen, wie gesagt, weil ich mich da ein bisschen arg offensiv vertan habe. Ich wollte jetzt auch nicht die Refund Points direkt verwenden, sondern erstmal probieren, ob es denn vielleicht doch geht.
Und ansonsten werde ich halt mal drei Refund Points reinstecken und die Resistances holen. Das sind dann 18% auf alles, die ich darüber kriege. Dann sollte eigentlich Ruhe sein. Oder was heißt Ruhe? Zumindest ein bisschen beruhigter das Ganze vonstatten gehen. Naja. Kann nicht alles perfekt laufen. Vom Bild bin ich dennoch nach wie vor überzeugt. Weil wenn man hier den Damage sieht, das ist schon ein ganz schönes Durchfegen. Und ich bin, glaube ich, nicht sonderlich überlevelig. Was haben wir denn hier? Das ist Level 52, ich bin 54. Ich habe also nicht irgendwo gefarmt oder mir meine Level geholt, sondern bin da tatsächlich relativ schnell durchgefegt. Zu mehr fehlt mir auch momentan einfach die Zeit, um das jetzt hier noch sonderlich ausführlich zu machen. Die Flammentussi will ich einfach so aus Spaß jetzt mal besuchen, um zu gucken, wie ernst es wirklich um die Resistance steht. Ja, da haben wir es doch schon fast. Oh. Uah. Manchmal reicht der Life Leech halt nicht aus. Ihr seht, der ist relativ groß. Korrigiert schon immer wieder ganz gut, aber ich würde eigentlich noch ganz gern später mal auf... Da ist er ja. Ich würde eigentlich noch ganz gern später mal auf die Claws wechseln. Da fehlt es mir allerdings noch an Intelligenz. Bin ich ein bisschen zu dumm für, ne? Weiß auch nicht warum. Und ich weiß noch nicht ganz, wo ich sie hernehmen soll. Eventuell schnappe ich mir dann doch die plus 30 Intelligenz, die da noch so an einem Zweig warten. Das wäre irgendwo hier, genau. Dass ich die, also die Quickness werde ich noch auf jeden Fall wieder refunden. Die habe ich jetzt momentan nur drin, da ich temporär für meine Waffen hier tatsächlich Dexterity brauchte. Auch da habe ich so ein bisschen falsch gelevelt. Ich hätte vielleicht erst hier irgendwie rübergehen müssen. Aber naja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. War ein bisschen schnell gemacht, weil ich einfach so stur nach meinem Bild gegangen bin und dann habe ich irgendwie gemerkt, hoppla. Defense. Da war doch was. Burning Arrow, ja, ganz, ganz wichtiger Skill. Ich überlege, ob ich auf die Insel gehe. Komm, gehen wir mal sterben zum Cold Damage. Wie viel haben wir? Immerhin, da habe ich noch das meiste. Ich werde so sterben. You there. A moment. Master Assassin. Ach komm, es ist Standard League, was soll's. Immer sterben, sterben. Assassinate the target, keep all the guards alive. Ganz schlechter Scherz. Habe ich einen Heavy Strike dabei? Ich glaube, da muss ich mal ganz kurz in die Stadt mir einen Heavy Strike holen, weil mit dem AOE den die Guards alive zu lassen, ist so eine Sache. Frenzy macht 1400 Damage. Braucht zu viel Mana. Haben wir noch irgendein Single Target dabei? Nö. Dann würde ich doch sagen, komm, einmal Portal. Haben wir hier schon wieder irgendwas Interessantes gefunden? Und der Bogen, der ist gut. Der Bogen ist spitze. Wow, gut, dass ich in die Stadt bin. Da kann ich gleich den Bogen ausrüsten. Hui. So. So, und dann schauen wir mal ganz kurz bei den Gems. Da muss ich doch den Heavy Strike haben. Ich verwechsel immer Heavy Strike und Dominating Blow. Die sehen so ähnlich. Haben wir irgendeinen gelevelten Heavy Strike? Nee, was haben wir noch als gelevelt da, ein Glacial Hammer. Glacial Hammer. Ich muss doch einen gelevelten Heavy Strike hier haben. Oder habe ich den auch auf dem OP? Ist gut möglich, dass ich den auf dem OP gepackt habe. Alles nur Level 1? Oder überhaupt nur einen Heavy Strike? Ne, da ist noch einer. Auch nur Level 1.
Ein Viper Strike wäre noch schön. Ja, jetzt brauchen wir noch einen Platz, wo man reinschmeißen können. Nehme ich mal den Francie raus. Ach so, kann ich ja gar nicht. Es ist aber jetzt echt komplizierter, als ich das gedacht habe. Muss ich live gerne einen Hit halt mal kurz seitigen. Ist sowieso die Frage, ob ich den Heavy Strike nicht austausche. Den Frenzy Strike nicht generell austausche. Gegen den Heavy. Später mal. So. Wenn ich jetzt noch den Heavy Strike finden würde, 1900 DPS. Das ist echt nicht viel. Aber gut, Level 1 halt. Naja, gut. So ist es halt erstmal dann. Gehen wir schnell wieder durch. Achso, oder ich nehme den Viper Strike. Den müsste ich hier haben. Oh Gott, ich weiß nicht, wie der Viper Strike aussieht. Da ist er. Nehme ich den Viper Strike rein. Und dann kann ich das Live Gain und Hit drin lassen. Das ist vielleicht doch besser. Dann können wir den Frenzy mal rausnehmen. Hier ist ja der Viper, der hat zwar nur 1400, aber hat ja noch den, Damage over Time. Machen wir es mal so. Ja, join ich jetzt nicht. Ich muss immer noch mal gucken, irgendwo in den Optionen kann man bestimmt die Einstellung machen, dass man nicht mehr diese Einladung bekommt. Das sind irgendwie in der letzten Zeit so derb viele. Den Viper Strike, komm, den leveln wir auch mal ab. Ich mag den eigentlich. Ich glaube, irgendwann mache ich auch nochmal einen Viper Strike Charakter. Bling. So müsste das immer sein. Bling, plong, ploing, bling. Ich fürchte fast. Warum ist eigentlich mein Herald of Ash aus? So. Ich fürchte fast, dass die Viecher vom Master beim Boss dabei stehen. Das ist so häufig irgendwie so. Komm, geh weg. Plüng. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Das sind sie doch, oder? Hired Thug? Ja, das sind sie. Und ich muss die Guards alive lassen. Kriege ich den irgendwie vereinzelt? Boah. Nein, das war der falsche. Oh, ich hatte das falsche Tage. Ach, egal, dann können wir es jetzt auch. Oh, nee, das ist unmöglich, echt. Ja, jetzt hatte ich keine Lebensflaschen mehr. Boah, alter Finne. Die hauen rein. Mann, Mann, Mann. Ja, die Quest ist eh für den Allerwertesten, aber immerhin den Loot hole ich mir hoffentlich noch ab. Boah. Der hat aber auch mit fast jedem Treffer mir eine reingehauen. Das liegt auch daran, dass ich dank der beschissenen Rüstung noch viel zu wenig Evasion Rating habe. Der hat mich entschieden zu häufig getroffen. Also der Charakter läuft momentan nicht, aber ich hatte es ja auch angekündigt. Sich nachbessern. Ich hoffe, das kann ich noch. Also ich kann es auf jeden Fall. Ich hoffe, ich kann es auf jeden Fall ohne nehme ich jetzt Viper Strike mitkommen. Das lassen wir einfach mal drin. Ich hoffe, ich kann es noch ohne großartig Refund Points verschwenden zu müssen. Aber ansonsten, dafür sind sie ja da. Das Schlimme ist, ich werde jetzt vermutlich bei dem Cold-Typen nochmal sterben, wenn ich nicht früh genug nah rankomme. Oder der mich einfriert. Hier ist aber auch was los, also muss man ja auch mal sagen, da ist er. Und nicht durch. Ja. Das ist echt schlimm. Also ich glaube, das gibt dann doch ein paar
paar Refund Points. Komm, geh mal andersrum. Geht schneller. Eieieiei. So schnell kann es gehen, wenn man mal ein bisschen die Auren wieder anmachen, nicht zu übersehen. Wenn man mal ein bisschen. Habe ich eine Purity of Ice? Das müsste ich mal gucken. Ich glaube, eine Purity of Ice habe ich nicht dabei. Doch, habe ich. Dann sollte ich mal ausnahmsweise die reinschmeißen. So. Herald mal kurz aus und dann muss ich mal hoffen, dass das jetzt ausreicht. The Purity of Elements wäre natürlich auch eine gute Sache. Allerdings kann ich derzeit noch nicht zwei Auren aktiv haben, ohne. Was nehmen wir mit? Ohne jetzt in Mana-Nöte zu geraten. Da muss ich noch mal ein bisschen schrauben. Das könnte ich aber auch gleich mal tun. Hui, der tat selbst so noch weh. Gut, haben wir den Mist auch. Jetzt müsste ich mal gucken, wie ich das eventuell in der Purity of Elements, die habe ich nicht. Die habe ich beim Opi liegen, die Purity of Elements. Die könnte ich mir höchstens mal klauen. Und dann müsste ich halt gucken, wie ich mit dem Reduced Mana mir das hier kombinieren kann. Die Purity of Elements ist, glaube ich, blau. Oder? Müsste ich nachgucken. Dann könnte ich mir zumindest damit erstmal eine gewisse Sicherheit verschaffen. Ich glaube, das werde ich vor der nächsten Folge auf jeden Fall machen. So lange müssen wir mal damit jetzt klarkommen. Und wir tauschen wieder gegen den Herald of Ash, gegen den Aschenharald. Und machen uns dann direkt mal rüber in Richtung The Mud Flats. Jawohl. Oh, den Burning Arrow. Den habe ich immer noch vergessen aufzuheben. Verdammt, jetzt bin ich schon wieder dran vorbeigelaufen an diesem wertvollen Skill. So, hier sollte ich jetzt wenigstens mal ausnahmsweise nicht sterben. Sollte ich. Es sei denn, es kommt wieder irgendeine Strongbox oder so. Das hatte ich natürlich auch schon. Eine Strongbox, die ordentlich Elemental Damage raussimmelt. Ich nehme hier alles ein bisschen mit, weil ich doch auch noch ein bisschen leveln möchte. Vielleicht mache ich auch ein, zwei Runden durch einen Fetid-Pool, je nachdem. Ich glaube, der Level da ist dann entschieden zu hoch. Ich bin doch ein bisschen unterlevelig noch. Dann dafür. Ich glaube, dann werde ich lieber mal ausgiebig die Ledge farmen. Dass ich da ein paar Level mache und nachbessern kann beim beiden Resistance ist das Tee dann schon, glaube ich, ganz gut. Ja, und ansonsten müsste ich mal gucken, oder eine Defense-Strategie bei dem Charakter soll ja sein, neben dem Ausweichen, was dann noch hoffentlich jetzt bald kommt, dass ich eben ordentlich Life Leechen mir noch angel. Wie gesagt, da wäre es dann auch eine Option zu sagen, ich gehe auf Intelligenz, schnapp mir ein, zwei gute Claws, wo ich durchaus respektable Besitze in der Kiste. Lightning Tendrils, die nehme ich auch nochmal mit. Ich glaube, die habe ich aber schon zweimal. Wow. Was ist hochgegangen? Der Herald, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Äh,
Physical Damage Reflect. Ja, super. Da wäre jetzt eine Flasche nicht schlecht. Eine Armor-Flasche. So. Zum Glück ist der Physical Damage relativ niedrig. Ich habe das alles auf Elemental hochgepusht. Dann setzen wir mal die Glyphen ein und gehen anschließend mal zumindest reinschnubbern in die... oh scheiße, das ist der Chaos-Typ. Na geht. Ja, Noble Axe. So, haben wir mal eine Runde Platz. Jetzt müsste es eigentlich hier oben ja mal weitergehen. Ne, tut's nicht. Da unten. So. Jetzt wird's eng. Zu eng. Entschieden zu eng. Habe ich irgendeinen Müll dabei? So. Sind zwar alles sehr große Chromatics, aber ich kann sie momentan noch gebrauchen. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Kann ja dann eigentlich nur da. Ist aber auch selten, dass die so nah beieinander liegen hier im The Ledge, sag ich schon. Fetid Pool und die Submerged, aber wegen mir gerne. So, dann machen wir das. Und bevor wir jetzt da in The Ledge gehen, machen wir doch nochmal einen ganz kurzen Abstecher in die Stadt. Dann bin ich wenigstens auch die Chest los und vielleicht noch ein, zwei Items verkaufen. Und dann schauen wir mal schnell da rein, da unten. Ich habe mal schnell gesagt, ne? Ihr wisst also, das geht jetzt 100% schief. Ich bin da ja Anhänger der Verschwörungstheorie, dass man, wenn man irgendwas sagt, das schnell gehen soll, also ich mach mal eben schnell das und jenes, dann geht das schief. Definitiv. Ich bin mal kurz weg oder so. Das sind auch so Sätze. Ja. Nein, das war kein Fail, das war beabsichtigt. Ich wollte nur schauen, wie schnell der Ladebildschirm und... läuft's. Das war übrigens das, ne? Mal schnell in die Stadt. So. Da war's. Medicine Chest. Medicine Chest, ja, Medicine Chest. Tolle Belohnung. Schieb dir deinen Mist doch... Weiß schon, ne? Wie viel Mana habe ich denn? Brauche ich eigentlich keine große Flasche. Life Flasks. Okay, da könnten wir nachbessern. Nehmen wir die mal. Huch, okay. So. So, was hat er denn Schönes? Faster Attacks. Die Hammer. Chance to Flee wäre mehr als dämlich. Media Damage und Full Life. Prinzipiell nicht uninteressant, aber ein Mana Leech. Mana Leech. Das nehmen wir uns auf jeden Fall, oder merken wir uns schon mal. Increased Effect of Auras. Das zählt nicht auf den Herald of Ash, insofern... Achso, und Effect, Not Effect You. Das ist ja sowieso egal. Multiple Projectiles lassen wir weg. Faster Projectiles. Ja, Projectile Damage wäre interessanter. Also die lassen wir auch. Die Blood Magic ist uninteressant. Life Leech. So, jetzt wird es interessant. Mana Leech oder Life Leech? Fire Damage, Elemental Damage. Ich möchte ja oder hoffe ja auf ein 5-Sockel-Item. Noch allerdings kann ich kurz mal die Rüstung zeigen, die ich momentan habe. Ich hoffe, ich finde vielleicht noch eine bessere bis zum nächsten Mal. Wo ist sie denn? Hier unten. Lightning Resistance, Stun Recovery. Na gut, also es ist jetzt nicht so super. 73 Leben halt. Ich weiß noch nicht, ob ich die umdingsen soll zu einer 5-Sockel-Rüstung oder ob ich nicht lieber auf noch was Besseres warte. Ich glaube, insgesamt ist das noch nicht so das Gelbe vom Ei.
Muss ich mal gucken. Also, wir müssen mal gucken. Hier habe ich noch einen Mana Leech. Und hier habe ich noch einen Life Leech. Also im Grunde genommen keinen Bedarf. Dann lasse ich das einfach erstmal offen. Das bringt mir gerade nichts. Lasse ich einfach mal offen derweil. Und hier beim Tarklay holen wir uns noch tolle Schuhe oder irgend sowas ab. Was brauchen wir denn? Handschuhe haben wir gesagt. Mal schauen. Evasion Rating 129. Handschuhe. Wäre eine Möglichkeit nachzubessern. Da lassen wir es erstmal. Helm. Helm ist auch okay. Die Handschuhe sind die größte Baustelle und die haben auch schon gleich vier Sockel, die man dann eigentlich auch gut kombinieren könnte. Das machen wir mal. Komm. Animals don't seem to rise up. So. Zack. Maximum Leben, Cold Resistance, Lightning Resistance, ja. Dann verzichte ich auf eine Attack Speed. Wäre schön, wenn die jetzt noch einen Life Leech drauf gehabt hätten, aber vier gesockelt ist doch schon mal ordentlich. Ich überlege nur gerade, was könnten wir da machen? Wir könnten das... Na, mal gucken. Erstmal brauche ich es noch nicht dringend, die vier Sockel, aber da bekomme ich schon noch eine Verwendung für. So, und dann verkaufen wir den Schrott mal. Wo sind jetzt da? Noch irgendwas zu identifizieren? Den Gürtel hebt man auf jeden Fall auf. So. Die Rüstung ist auch nicht ganz verkehrt. Aber hat keine Resistances drauf, also weg. Das sind sowieso nur Chromatics. Da habe ich noch was vergessen zu identifizieren. Das ist mal sehr gut. Die heben wir auf einfach. So, Schild brauchen wir eh nicht. Helm, Armor Evasion. Deutlich höher als mein bestehender. Cold Resistance. Light Radius, Stun Recovery, Accuracy Ratings, Sockleted Minion Gems. Das bringt mir nichts. Das Ding kann trotz der schönen Armor und Evasion Werte weg. Und die Mana Flasche bleibt auch dabei. Das ist sehr gut. Dann kann der Müll weg. Das war doch kein schlechter Loot, muss ich sagen. War doch wirklich kein schlechter Loot. Die Mana Flasche kann ich noch gar nicht nehmen. Level 60. Hupala. Hupala. Okay, die tun wir dann hier hin. Das sind so die Items, die ich demnächst vielleicht mal ausrüste, auch mit verschiedenen Charakteren. Und die Lebensflasche, die nehmen wir dann mal da. Und die alte, ich bin gleich fertig. Sekunde. Moment. Gleich habe ich es. So, das kommt hier rein. Und der Gürtel auch. Und hier das Orbgedöns, das machen wir später. So, dann gehen wir mal kurz in den Fetid-Pool schauen. Ich glaube aber, der wird nichts für uns werden. Wir haben 54. Und der hat 58. Hohoho, nee. Nee, nur rumsterben hat überhaupt keinen Sinn. Da verliere ich mehr Erfahrungspunkte, als ich gewinne. Wir machen uns dann gleich durch die Submerge durch. Und dann werde ich im Offscreen demnächst mal ein bisschen rumexperimentieren, dass ich vielleicht zwei Auren vernünftig miteinander kombinieren kann. Das ist jetzt einfach zu wenig Mana, was übrig ist. Die Haste noch dazu oder halt eben eine Purity of Elements. Das ist so momentan das jene, was ich bräuchte. Und dann sehe das Ganze schon ganz cool aus. Was war das denn schon? Ah, das ist ja eine Begrüßung. Dankeschön, Amulett, Ring. Das war gut. Ein bisschen Lootglück haben wir ja. Ein bisschen Lootglück haben wir. Das ist echt gut gewesen jetzt gerade. Müssen wir nur schauen, dass da auch was Anständiges bei rauskommt. Das Kleinzeug nehme ich immer mit, allein wegen der Orbs. Ich habe da immer chronischen Mangel. So. Na toll. Level 23-Jährige hier. Nicht fluchen, nicht fluchen.
da muss man noch echt aufpassen, dass einem der Kopf nicht platzt, wenn man so das Fluchen unterdrückt. Sehr, sehr lohnt. Ich hätte das Lootglück nicht voreilig loben sollen. Und verzeih mir, diesen Schrein hasse ich. Ach komm, den Viper Strike Level mal weiter. Ja, den nutze ich jetzt einfach so als Sekundärskill. Auch wenn ich da überhaupt nicht... Eigentlich müsste ich da einen Elementarskill haben. Eigentlich wäre vielleicht der Glacial Hammer gar nicht verkehrt gewesen. Mit Chula's Strongbox. Das ist doch nicht uninteressant. Das sind schon mal 3 Packs. Das heißt also, ich werde einen ordentlichen Leck haben, wenn das Ding öffnet. Und vermutlich werde ich ordentlich am Boden liegen. Die machen wir jetzt noch und dann wäre die Folge nämlich auch schon fertig. Aber das schauen wir uns an. Oh Gott. Ja, hier kommen jetzt so viele Monster raus, das werde ich überhaupt nicht... Evasion Rating hätten wir hier erhöht. Ich nehme dann mal die W und E Flasche, dann habe ich hoffentlich... Das alle? Scheint so. Super. Dafür, dass das eine Schule ist. Was für Schule ist? Dachte ich, hat die ganzen hier Gürtel und Ringe oder nicht? Und das war jetzt alles? Ist das euer Ernst? Es ist doch nicht wahr. Ja gut, also das mit dem Lootglück nehme ich direkt wieder zurück. Das ist ja wohl, das ist ja das allerletzte. Naja, was soll's. Wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder. Es geht jetzt natürlich unter der Woche weiter mit dem... mit dem Matze und mir in der Bloodlines League und dem Static Strike OP. Und an den Wochenenden versuche ich zum einen den Lightning Tentrils OPA weiterzumachen, das mit Matze zusammen. Und am anderen Tag, vermutlich immer sonntags, dann den Morten Strike Duelisten. Das nächste Mal dann hoffentlich... ein bisschen besser gelevelt. Da lasse ich mir noch was einfallen. Ich werde jetzt im Offscreen weiter leveln bis zur Ledge und das ein paar Mal laufen, denke ich noch. Dann mal schauen, was mit meinen Resistances ist. Anschließend mich um die Auren kümmern und dann sehen wir uns das nächste Mal hoffentlich schon wieder ein bisschen besser ausgestattet, ein bisschen besser gerüstet für das, was da kommen mag. Vor allem dann irgendwann natürlich auch Mervil und da brauche ich dann meine Resistances. Also... vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Ertragen der Fails und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.